Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier gibt es ein kurzes Tutorial zu iPhone und iPadOS, denn iPad und iPhoneOS haben mit iOS 16 eine neue Funktion für Bilder freistellen bekommen. Das heißt, dieses überflüssige, ich brauche jetzt unbedingt Photoshop oder ein anderes Bildbearbeitungsprogramm, um euer Lieblingsobjekt oder irgendwas anderes auch freistellen zu können, das ist vorbei. Denn ihr könnt das im iPad oder im iPhone, im iPad etwas später, solltest du das Video jetzt schon früher sehen. iPadOS ist ja leider erst später dran, irgendwann im Oktober, also Herbst irgendwann. Aber auf dem iPhone mit iOS 16 kannst du das bereits jetzt schon tun. Und ich zeige dir das jetzt mal, wie das genau geht. So, ich habe jetzt mal auf meinem Testgerät auch ein iPhone 13, habe ich jetzt mal die Aufnahme gestartet, also die Bildschirmaufnahme. Ich werde euch aber das jetzt hier nochmal einblenden, damit ihr seht, wie fest ich mit Daumen oder Zeigefinger da drauf drücke, damit das jeder weiß, wie das gemeint ist. So, wir wechseln mal in die Fotos. Da habe ich hier drei Fotos vorbereitet, damit ihr sehen könnt, dass das mit allen Objekten funktioniert. Ich nehme jetzt mal den Twitch-Speicher. Ihr könnt das jetzt mit dem Daumen mal demonstrieren. Man hält dann quasi einfach nur auf dem Daumen gedrückt, bis die so Umrandung kommt, bis das so geflasht wird. Dann lasst ihr das los und dann wird automatisch oben Kopieren oder Teilen angezeigt. Wir kopieren das Ganze jetzt, gehen jetzt hier raus, wechseln in die Notizen-App. Hier könnt ihr euch dann eine neue Notiz fertig machen, dann da ebenfalls drauf, warten, bis das dann eingesetzt werden kann und dann habt ihr hier den Becher drin. So, damit ihr seht, dass das mit allem anderen ebenfalls funktioniert, machen wir jetzt noch das nächste. Wir gehen wieder raus, gehen wieder in die Fotos, gehen zurück, nehmen mich als Beispiel. Hier habe ich ein Bild von mir gemacht. Dann nehmen wir jetzt, halten das hier gedrückt. Ihr seht, das wird sofort freigestellt. Wir können kurz warten. Dann kommt hier Kopieren. Den Effekt hinzufügen brauchen wir jetzt nicht. Dann gehen wir hier zurück, gehen wieder in unsere Notizen-App, schmeißen das Ganze hier rein und fertig ist das. Dann könnt ihr hier natürlich von immer dann, könnt ihr das teilen, kopieren oder was auch immer ihr machen wollt. Und dann nehmen wir noch das nächste Bild. Ich habe ja noch eins vorbereitet. Hier zum Beispiel von meinem aktuellen Mischpult. Ebenfalls hier drauf gedrückt halten. Ihr seht schon, es wird dann umrandet. Und dann können wir kurz warten, kopieren das Ganze, gehen wieder in die Notizen-App und schmeißen das ebenfalls hier rein. Und dann haben wir hier ebenfalls die Notiz. Sollte das bei euch auch so angezeigt werden, haltet hier am besten auf einem Bild kurz gedrückt. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, große oder kleine Bilder, dann habt ihr die wieder groß oder halt klein. Das kann passieren, wenn ihr das in der Notizen-App gemacht habt. Also einfach auf einem Bild gedrückt halten, kurz warten, dann kommt hier unten kleine Bilder, draufgehen, dann habt ihr kleine Bilder. Ja, das so viel dazu. Ich hoffe, dass dieses kleine Tutorial dir jetzt geholfen hat, deine Bilder freistellen zu können auf deinem Tablet oder, also wenn es auf dem Tablet dann soweit ist, oder auf deinem iOS, also sprich iPhone-Gerät. Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Ach ja, übrigens, solltet ihr Fragen haben, packt sie natürlich gerne unten in die Kommentare. Hast du zum Beispiel auch ein Haustier, egal was für eins, das funktioniert natürlich ebenfalls. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, ich danke fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen schönen Kamera. Ja, und dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Euer Ronny ist raus. Cheers.